Was geht ab? Willkommen zu Automobilista 2. Heute geht es darum, das Update zu testen. Nächsten Monat, Anfang nächsten Monat, kommt ja das 1.5 Update. Das Physik Update, wo jedes Fahrzeug auf den neuesten Stand gebracht wird, von der Physik her, vom Force Feedback her. Und es gibt immer schon Fahrzeuge, die den neuesten Stand schon haben. Das ist einmal Formula Inter, dann die P1 Klasse, dann, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, die Retro Formula Junior und noch irgendeine Klasse. Ich will aber, weil ich mir da sicher bin, die P1-Klasse fahren und die Formula Inter-Klasse fahren auf Long Beach. Warum Long Beach? Long Beach ist ja eine DLC-Strecke, aber die ist eben sehr wellig und da kannst du sehr, sehr extrem das Fahrwerk spüren und spüren, was das Auto macht, was die Reifen machen. Und ich denke mal, das ist eine gute Kombo, um eben das neue Force Feedback und die neue Physik dort auszuprobieren. Viel Spaß! So, wir haben uns jetzt warm gefahren. Zumindest die Reifen halbwegs warm gefahren. Jetzt fahren wir mal auf eine schnellere Runde. The track temperature is falling. It's now 39 Celsius. Was ich sofort festgestellt habe, ist, dass das Force Feedback jetzt wesentlich knackiger ist. Sehr detaillierter. Deshalb nehme ich auch gerne, kurz Turn 1 hier vernünftig treffen, deshalb nehme ich auch gerne Long Beach für sowas. Weil du dann, wenn du Neuerungen hast am Force Feedback oder an der Physik, dass du das dann dort sehr deutlich spüren kannst. Und das ist ja auf jeden Fall der Fall. Du spürst jede Bodenwelle. Wirklich, jede Bodenwelle spürst du. Das fühlt sich so gut an. Ich weiß jederzeit, was das Auto macht, wo die Reifen gerade sind, ob die jetzt am Limit sind oder über dem Limit oder ob da noch mehr geht. Ja, das. Also, ich bin erstmal sehr, sehr positiv überrascht. Wir fahren die Karre auch so, wie die gefahren werden muss. 5-Gang-H-Schaltung. Heel and Toe natürlich. Keine Helferlein. Also das fühlt sich schon gut an. Das sieht natürlich immer noch zudem super aus. Und ihr kennt mich ja, ich fahre häufiger Automobilista 2. Und deshalb ist mir da diese Veränderung sofort aufgefallen. Ah, den Curb nehmen wir jetzt nicht brutal mit, weil er viel zu hoch ist. Hier können wir etwas cutten. Auto setzt kurz oder hebt kurz ab. Ah, schön, das ist so schön mit diesen Bodenwellen. Ich habe gerade ein Riesengrinsen, das kriege ich auch gerade nicht weg. Wenn wir es für alle Fahrzeuge übernehmen, dann wird erstmal rumprobiert. Dann wird erstmal rumprobiert, viel gefahren. Die schlagen von der Physik her, vom Force Feedback her, einen sehr guten Weg ein. Wenn vorher war es auch nicht schlecht. Aber das ist nochmal ein Sprung nach vorne. Ich bin noch gleich auf die P1-Klasse gespannt. Nicht zu schnell. Ja. Hier nur das Mike mit dem Curb vorhin. Ja, schon haben wir unseren Schaden reingeholt. Ja, weiß ich, Bro. Okay, also Formula Inter haben wir jetzt durch. Auf Long Beach gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin sehr gespannt auf die P1-Klasse. So, dann machen wir jetzt einen Fahrzeugwechsel. So, Reifen sind aufgewärmt. P1-Klasse. Auf Long Beach. Und hier stelle ich schon mal direkt das gleiche fest wie bei der, wie beim Formelfahrzeug davor. Absolut geil, was du hier spürst.
jede Bodenwelle. Egal ob groß oder klein, die spürst du. Das war so Bock. Ich bin auch froh, dass das Automobilster 2 jetzt ein wenig mehr Beachtung geschenkt bekommt. Aber gleichzeitig hoffe ich auch. Air temperature is falling. It's now 26 Celsius. You've just done a 112.78. Sector 3 time is quick. Ich hoffe auch, dass sie gleichzeitig auch diesen Schwung mitnehmen können. Und auch sinnvolle Updates bringen. Denn meine größte Sorge ist nach wie vor die Bugs, die schon sehr lange drin sind. Die auch zum Teil wirklich Gamebreaker-Bugs sind. Air temperature is okay. Sector 1 is a tenth of your best. Und der Multiplayer-Bereich, die größte Baustelle von allen. Bugs, die eben schon seit Anfang an dabei sind und ganz besonders der Multiplayer. Denn so eine Simulation, die kann, die steht und fällt mit dem Multiplayer. Gegen KI fahre ich grundsätzlich nicht, das macht mir null Spaß. Ist wohl auch so eine Art Kopfsache bei mir, denn wenn ich weiß, dass ich jetzt Fahrzeuge auf der Strecke habe, die eben keine Menschen sind, dann ist das für mich eine riesen Blockade und das geht einfach für mich nicht. Und deshalb ist für mich dieser Multiplayer-Part so wichtig und kompetitiv geht im Moment in Automobilster 2 so gut wie gar nichts. Und auch das Broadcasting funktioniert einfach nach wie vor nicht. Und deshalb hoffe ich, dass da die Updates bald, und ich hoffe noch in diesem Jahr, noch kommen werden, in Bezug auf die Bugs, die ich vorhin gemeint habe, und auch den Multiplayer-Bereich. Trotzdem bin ich sehr froh und sehr happy darüber, über diesen Vorgeschmack hier, was uns nächsten Monat erwarten wird, wenn das große Physik-Update kommt. 1.5. Weil wenn jetzt alle Fahrzeuge dieses Update bekommen und die sich ähnlich anfühlen wie hier, das wird einfach geil. Das wird ein Fest. Und dann freue ich mich dann auch schon auf die Streams, die dann kommen werden. Ich bin auch froh, dass auch größere YouTuber jetzt den Weg zu Automobilster 2 gefunden haben. Und dass dann die Simulation diese Beachtung geschenkt bekommt, die es eigentlich verdient. Aber immer noch mit dem Nebensatz auf die angesprochenen Baustellen, die wir unbedingt beseitigen müssen. Ja, das dauert schon, sowieso schon viel, viel zu lange. Aber ihr könnt euch darauf freuen. Nach wie vor aber, solange dieser Multiplayer-Part noch nicht wirklich rund läuft und da kompetitiv nichts da ist oder nur sehr wenig, kann ich das keinen bedenkenlos empfehlen, der sehr auf Wettbewerb aus ist. Weil da findest du nicht so viel. Wenn du aber einer bist, der gerne im VR fährt oder Singleplayer gegen die KI, und einfach mal so nebenbei mal Spaß haben will, eine Lobby aufmacht und einfach damit ein paar Kollegen zockt, fahren möchte, unbedingt machen. Weil du kannst dich so unkompliziert eine Lobby erstellen. Alle können drauf joinen, alle können mitfahren. Vor allen Dingen müssten die anderen nicht mal oder nur zum Teil den Content besitzen. Hauptsache der Host hat den ganzen Content. Und du brauchst aber nur die Fahrzeuge, die gefahren werden. Die Strecke benötigst du nicht. Und das ist schon ziemlich cool. Aber ich hoffe, meine Videos und meine Streams, gerade der Community-Stream in Automobilster 2, beschert euch einen Eindruck, was Automobilster 2 kann. Auf jeden Fall, das Update ist geil. Zumindest dieser Vorgeschmack hier, den wir hier fahren. Und ich freue mich sehr auf dieses Update nächsten Monat.
Und es würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Sector 2 was a tenth off your best. Und ich freue mich dann auf das nächste Video mit euch. So, das war's von diesem Vorgeschmack, vom Update. Ihr konntet ja sehen, dass ich die ganze Zeit am Grinsen war. Dieser Vorgeschmack, der ist schon geil. Der fühlt sich super an. Das Force-Feedback ist knackig, es ist kräftig, es ist sehr detailliert. Du spürst wirklich jede Bodenwelle. Du spürst, was das Fahrwerk macht. Du spürst, was die Reifen machen, wie die walten. Ich meine, vorher hast du das Auge gespürt, nur jetzt nochmal richtig so ein, zwei dicke Stufen nochmal on top oben drauf. Deshalb bin ich sehr gehypt, habe eine Vorfreude auf Anfang nächsten Monats, wenn das Physik- und Force-Feedback-Update 1.5 kommt. Und ich hoffe, ich konnte dann jedem von euch so einen Einblick geben in den jetzigen Stand von Auto Racer 2. Und ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, das ist ganz, ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Adieu.